Die perfekte Welle ebbt langsam ab. Juli gehen runter auf die Zehen und wollen sich über Weihnachten eine kleine Auszeit bei ihren Families gönnen. Auf der neuen Radio. Robbie Williams ist Englands Posterboy Number One. Sein sexy Kalender für das Jahr 2005 verkauft sich noch besser als der von David Beckham. Kelis ist völlig fertig, weil ihr Kumpel All Dirty Bastard so plötzlich verstorben ist. Als Ersatz hat sie sich einen neuen Rap-Millionär geangelt, Andre 3000, auf Platz 8. Linkin Park DJ Mike Shinoda hat dem Depeche Mode-Klassiker Enjoy the Silence den letzten Schliff verpasst. Der Remix kracht trotzdem runter von der 4 auf die 7. Armer du, der Ozone Boy ist einsam und hat nur eine Katze zum Kuscheln. Das moldawische Jodeltrio fällt traurig auf die 6 mit Des Pletine. Die 5 gibt's für These Words. Natasha Bedingfield bekam neulich ein Ständchen von Bruder Daniel als Entschuldigung dafür, dass er sie als Kind immer vermöbelt hat. Neu dabei auf der 4 sind die beiden Absahner der American Music Awards, Usher und Alicia Keys mit ihrem Kaminfeuerknaller My Boo. Ja Rule is back in town. Er meldet sich zurück mit seinem 6. Album. Die erste Auskopplung Wonderful geht rauf von 18 auf 3. Auf der 2 Aventura. Die Bachata Boys aus der Bronx halten sich wacker auf der Vizepole mit ihrem karibischen Kuschelhit Obsession. Aerobic ist eine Form von Fitnesstraining, die Anfang der 80er Jahre in Europa, vor allem bei jüngeren Frauen, sehr populär wurde. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Konditionstraining, das zumeist in Gruppen durchgeführt wird. Eine Trainerin gibt dabei die Übungen vor und fungiert als Motivator für die Teilnehmer. Das Ganze findet begleitet von moderner Musik statt und die einzelnen Übungen sind eine Mischung aus klassischer Gymnastik und freiem Tanz. Die Ursprünge gehen auf den US-amerikanischen Arzt Dr. Matt Kenneth H. Cooper zurück, der in den 60er Jahren erstmal ein aerobes Training zur Stärkung von Herz und Lunge entwickelte. So viel mal vorweg. In die nun zu besichtigende Gruppe junger Frauen hat sich übrigens ein junger Herr eingeschlichen, was die Sache irgendwie noch viel spannender macht. Unsere alte und neue Nummer 1, Eric Prydz mit Call On Me. Damit sage ich nur noch, gehabt euch wohl, viel Spaß mit den nun folgenden Übungen.